Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Wir sind weiterhin in der Round of 16 von der neuen Lycan League, der ersten im September. Wir haben TVP, sind auf Terraform.le und oben links gespawnt, der Terraner in Rot, es ist Brent. Vom Team Potato oder Clan Potato. Wobei beide davon unbekannt sind. Ich kann euch keine näheren Infos darüber geben. Er öffnet hier zumindest mal mit dem Gas for the Barracks. Und ja, er spielt gegen den blauen Protoss vom Team Isimber. Er kommt aus Russland. Es ist DMC. Er spielt hier allerdings in diesem Spiel unter dem Account The Doctor. Nicht sicher, woher er das gestohlen hat. Es ist ein gewisser Spieler als Doktor bekannt und es ist nicht DMC. Aber ja, er darf tun lassen, was er will mit seinen Accountnamen. Ist ja eh noch Beta. Da spielen auch generell einige Pros unter einem anderen Account. Terran nimmt hier mit seinem frühen Gas und der Barracks auch eine frühe Factory. Wird dann vermutlich auch weiter hochtacken Richtung Starport. Heißt bei ihm eine sehr späte Exion gegen Protoss hier. Interessiert sich dafür überhaupt nicht. Setzt jetzt wirklich einen sehr, sehr schnellen Nexus. Entsprechend verzögert dadurch seinen Cybercore. Stellt jetzt hier auch den Anti-Reaper Pylon. Und damit haben wir zwei komplett grundverschiedene Openings. Turn hier will eher auf Aggression gehen, will hier harassen. Hingegen Protoss hier geht rein defensiv und Economy lastig. Und erstes SCV wird das hier direkt scouten. Er fährt hier rein, sieht den Nexus, sieht sogar den Pylon schon auf dem Lowground. Also DMC ist sich auch ziemlich sicher, dass er hier den Lowground bald besetzen will, beziehungsweise für den neuen Photon Overcharge bräuchte man einen Pylon in der Nähe vom Nexus, ansonsten kann er einfach easy gesniped werden. Beim Turn wird gerade die Factory fertig, es folgt der Starport direkt auf dem Fuß. Es kommen weitere Marines mit dazu, es wird eine Widowman produziert, da Turn noch nicht weiß, wie es mit der genauen Tech-Wahl von Protoss aussieht. Ich glaube nicht, dass er hier die Gasgas-Serie gecheckt hat, wie viel Gas da momentan schon rausgezogen wurde. DMC hat hier auch noch keinen weiteren Tag gesetzt, das wird vermutlich in der nächsten Zeit folgen. Hier wird gerade die Robo angeworfen. Also er hier wirklich möchte weiter defensiv spielen, möchte sich vermutlich bald einen Koloss-Count aufbauen und eben einfach nur defensiv stehen, gucken, dass er halt nicht so viel Damage macht. Geht hier auch überhaupt nicht scouten momentan. Interessanterweise ein kompletter No-Scout-Bild. Beim Turn hingegen, das erste Medivac kann gleich produziert werden. Er hat eigentlich auch das Geld dafür, aber er drückt es gerade nicht an. Seine CC wird gerade hochgeschraubt, die kommt eben verdammt spät. Protoss hat schon einen guten Vorsprung in den Workern. Mittlerweile die Marines stehen gerade im Gebüsch, warten, dass irgendwas vorbeikommt. Und eigentlich DMC lässt alles zu Hause. Es folgen weitere Barracks für den Terran. Und das erste Dropship wird sich gleich auf den Weg machen. Wird vermutlich noch eine Widowmine mit einladen. Einfach mit der Widowmine kann man wesentlich besser Schaden anrichten. Weil er muss Schaden anrichten. Mit einem Worker-Count von 25 zu 34. Hat da der Turn wirklich einen grundlegenden Nachteil. Kann das selbst mit Mules nicht wirklich ausgleichen. Protoss schießt einfach dermaßen weit davon. Ja, jetzt wird hier alles eingeladen. Eine Widowmine, 6 Marines und Medivac boostet hier mal rüber. Wird dann auch entsprechend Scouting-Informationen liefern. Und versuchen so viele Probes wie möglich mitzunehmen. Gegen DMC läuft immer noch auf One Gate. Sein Warp Gate ist noch nicht durch. Osterobo kommt gerade in Observer. Das kann schwierig werden mit der Verteidigung. Er hat seinen Mothership Core, der hat auch einiges Energie. Das sind momentan 5 Overcharges möglich. Allerdings Pylons in der Nähe der Manual Line ist momentan nur der hier. Observer ist da, heißt, die würde mal kann detected werden. Und es geht jetzt hier direkt drauf. DMC zieht mal direkt alles in den Props weg. Sehr schnell reagiert hier. Eigentlich würde man gräbt sich hier ein, wird den ersten Shot absetzen, kriegt dafür nur eine Probe. Marines werden jetzt hier ausgeladen. Eigentlich Stalkers sind da. Die fänden das bisher anständiger. Erster Stalker wird jetzt hier laufen, wird hier auch down gehen. Das Medic aus der 2-3 versorgt doch die Marines mit zusätzlicher Lebensenergie. Und jetzt die Stalker haben die Marines zurückgedrückt. Medivac boostet jetzt hier auf die Seite. Der Observer ist irgendwie gerade missing in action. Oder wurde der gesniped? Nein, er hat zwei Observer. Einer steht drüben, einer. Ah, der ist weggeflogen. Heißt, die Widowmine wird hier sich neu aufladen und trifft mit dem zweiten Shot 11 weitere Probes. Das ist natürlich jetzt ein herber Schlag. Das ist genau das, was Terran eigentlich die ganze Zeit gebraucht hat. Die Widowmine mit ihrem nachgeladenen Schuss. Medivac ist hier immer noch nervtötend unterwegs. Und da steht auch ein Observer jetzt endlich in der Gegend. Ja, das sind jetzt noch hier drei Marines. Die machen gar nicht so viel Damage, kriegen vielleicht noch ein oder zwei Probes.
Die werden gerade zusammengezogen. Jetzt werden sie weggezogen. Stalker kommt mit dazu. Jagen jetzt hier das Medi weg. Da könnt ihr auch den Overcharge an den Pylon anwerfen, einfach für bessere Verteidigung. Weil der Radius größtenteils durch Gebäude abgedeckt wird. Der Pylon-Radius ist nicht mehr so berauschend. Medivac legt jetzt hier ein, wird ganz eng mit dem wegkommen. Es wird nicht nochmal durch den Overcharge fliegen und entsprechend gesniped. Tja, Fazit der Geschichte. Tan hat einiges an Probes vernichtet. 11 Probes bei der ganzen Sache. Oh, er hat den Observer mit der Widowmine mitgetroffen. Ah, okay. Also sieht es zumindest danach aus momentan. Ja, allerdings Protoss immer noch richtig stark in den Workern vorne. Ist immer noch bei 46 zu 38. Trotz des guten Widowmine-Hits setzt sich hier DMC weiter ab. In der Economy bleibt auch weiter defensiv stehen. Baut entsprechend seine Kolosse. Holt sich Blink mit dazu. Tan geht hier auf das erste Attack-Upgrade, so wie Stim. Will eben Bio spielen. Hat viele Marauder hier schon in Produktion. Interessanterweise. Hat hier schon einen soliden Marauder-Count. Marine scoutet hier mal dagegen rum. Medivac hier, weiteres ist hier am Start. Allerdings wird sie durch die wachsamen Augen eines Observers fliegen. Weitere Militär unterwegs. Okay, Tan hat hier ein paar Einheiten verstreut auf der Karte. Würde zumindest die frühe dritte scouten vom Protoss. Das DMC bleibt hier weiter im harten Makro-Game, im harten Economy-Game. Mein Deck boostet hier zwischen Natural und Main. Eigentlich, da ist der Mothership Core. Könnt ihr direkt Overcharge anwerfen. Eigentlich reagiert gerade nicht. Widowmine triggert jetzt hier auf den Mothership Core. Der geht down. Es sterben ein paar Props bei der ganzen Geschichte. Eigentlich, Mothership Core hat die richtig für Energie. Das ist schon mal ein teurer Verlust. Mein Deck lädt hier direkt wieder ein, boostet weg. Stalker haben noch keinen Blink. Auch die Range für die Kolosse dauert noch eine ganze Weile. Jetzt kommt ihr da auf so mit dazu. Die Mine wird hier schon mal gesniped. Und der Drop kampiert jetzt hier zwischen dritten und Natural. Bis soll es jetzt an die dritte gehen. Die dritte ein bisschen harassen. Snipen wird es sie nicht können. Er hat zwar jetzt Stim, allerdings mit den paar Marines und Protoss-Units so knapp hinten dran. Nicht möglich, da groß was anzurichten. Tan holt sich weitere Upgrades, schraubt seine eigene dritte. Die wird auch gerade in diesem Moment fertig. Und Protoss hat eben gleich seinen dritten Nexus und der steht eben schon auf Punkt, kann dann weiterhin mehr Probes bauen, hat natürlich nochmal einiges in Probes lassen müssen. Nochmal drei weitere durch den Drop und eben den Mothership Core verloren. Und gegen Tan eine Widowmine und eine Marine. Das ist schon ganz okay als Verlust. Ja, Marines werden jetzt hier wieder an der Netzschloss geladen. Koloss ist eigentlich in der Nähe, hat jetzt auch mehr Range. Marines werden jetzt hier wieder eingeladen, sollen hier wegkommen. Eigentlich, ja, Blink ist auch da. Und da wird hinterher geblinkt und es reicht gerade so nichts. 7 HP noch übrig auf dem Medic, das lädt sich jetzt nochmal in die Eco-Line aus. In der Main, jetzt wird es hier gesniped, Stalker kommt mit dazu. Marines kämpfen hier gegen Stalker. Eigentlich Stalker sollten hier stark genug sein, um ohne Verluste den Drop hier voll zu kriegen. Währenddessen hier Runby vom Terran an die dritte. Das sind zwei Kolosse, die Vikings schießen gerade vereinzelt da drauf und Horde Stimme nicht vorwärts, um die Kolosse zu fokussen. Grob fahrlässig hier von Brand und viele der Bio-Units sterben einfach am Kolossfeuer, weil sie zuerst gegen das Gebufferte von den Protoss-Einheiten gelaufen sind. Ja, wäre wesentlich mehr drin gewesen, er hätte vermutlich alle drei Kolosse snipen können, wenn er da besser reagiert hätte. So hat er einen ganzen großen Haufen seiner Army verloren. Und entsprechend Protoss hat hier zum ersten Mal wirklich den Supply-Vorsprung. Und hat hier auch eine richtig starke Army, schon mit drei Kolossen. Vierter Koloss kommt bald mit dazu. Dann sammelt sie jetzt wieder zu Hause. Hat nicht wirklich viele Medivacs, nicht wirklich Vikings, zwei Medivacs sind das momentan nur. Hat Viking-Count noch überhaupt keinen, holt sich die Armory, hat es dann 1-1 als Upgrades. Protoss hingegen ignoriert jegliche Upgrades, sondern pusht jetzt einfach mal über die Karte. Und eben Brand hier ohne Vikings, ohne Medivacs, wird das schwierig mit seiner Bio zu kämpfen. Er hat zwar einen Bunker hier, aber er weiß momentan auch nicht, dass die Protoss-Army ihm hier entgegenläuft. Er ist momentan hier mit seinem Doppeltrop unterwegs, wird damit vermutlich einiges an Schaden anrichten können, wie sie da spawnt gerade unglücklich ein Koloss zum Abwehren von diesem Drop. Da sind zwei Midomines mit dabei, da werden einige Props fallen. Eigentlich Protoss hier mit dem wesentlich stärkeren Push bereits vor der Natural vom Terraner. Drop wird hier schon weiter zurückgedrängt. Da wurde ein Pylon rausgenommen. Da sind drei Gates hier unpowered. Es kommen eigentlich weitere Warpins. Langsame Warpins. Sehr langsame Warpins. 16 Sekunden. Und der Koloss nimmt hier schon alleine mit dem Doppeldrop auf. Macht ja auch schon richtig viel an Damage. Währenddessen pusht der Protoss hier an die Natural. Hat noch gar nicht weit reingepusht. Dann brennt, wirft direkt das GG und lieft hier das Game und überlässt damit DMC den Sieg mit 2:0. Das war fast ein bisschen voreilig aufgegeben, finde ich, vom Terraner. Da hätte er schon noch mehr kämpfen können. Hätte er auch vor allem alles, was er in der Produktion momentan gehabt hat, einladen und wegfliegen. Einfach versucht momentan einfach noch notfalls den entsprechenden Base Trade. Aber will er wohl nicht machen. Wirft hier sehr früh das Spiel. Ja, das war die Round of 16. Der ganze Turnierbaum ist nicht so groß von diesem Turnier.
ganze Like und League. Heißt, wir werden da recht schnell durchkommen. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es ist im Action Replaycast. Macht's gut und ciao.